Hey, hier ist Ilja Greschkowitz und heute soll es um den Start einer kleinen Serie gehen, nämlich die 5 größten Mythen im Speakermarkt. Und zum Start, zu Beginn, wollen wir uns mit dem Mythos Nummer 1 beschäftigen. Was genau das ist und was sich dahinter verbirgt, erfährst du nach dem Video. Bleib dran, ich freue mich auf dich. Hey, hier ist Ilja Greschkowitz und in diesem Video kümmern wir uns um die 5 größten Rednermythen, die es überhaupt am Markt gibt. Heute Mythos Nummer 1, jeder kann Redner werden. Das hört man überall, das wird einem auf sämtlichen Seminaren immer wieder eingebläut, besonders online. Jeder kann Redner werden, egal was du für eine Vorgeschichte hast, egal ob du in der Drogerie arbeitest oder Busfahrer bei der BVG bist oder vielleicht Landschaftsgärtner, vollkommen egal was dein Background ist, jeder kann Redner werden. Und das ist natürlich das Falscheste überhaupt. Ich muss bei diesem Ausspruch, jeder kann Redner werden, eigentlich immer an eine meiner Lieblingsfernsehsendungen denken, nämlich Rosins Restaurants, ein Sternekoch räumt auf, der ist ja immer sehr viel in anderen Restaurants unterwegs und muss dann da ein wenig die Scherben zusammenkehren, die entstanden sind. Es liegt meistens daran, dass der Laden nicht läuft, weil die Betreiber dieser Restaurants 0,0 Vorbildung haben. Das sind keine gelernten Köche, sie sind keine gelernten Unternehmer, sie haben betriebswirtschaftlich überhaupt keine Ahnung und starten mit diesem nicht vorhandenen Wissen ein Restaurant und wundern sich, dass das Essen nicht schmeckt, sie wundern sich, dass die Zahlen nicht stimmen, sie wundern sich, dass ihnen alles so ein wenig über den Kopf wächst. Und das Gleiche gilt eben auch für den Rednermarkt, denn natürlich kann nicht jeder Redner werden. Es braucht gewisse Grundvoraussetzungen und ich möchte dir in diesem Video 2 davon nennen, die ich für essentiell halte. Zum einen benötigt man als professioneller Redner, und ich rede jetzt wirklich von professionellen Rednern, die damit ein Business betreiben, die das Ganze, wie der Name schon sagt, als Beruf machen und nicht jemand, der mal auf einer Hochzeit oder irgendwo auf der Konfirmation mal eine Rede hält oder an der Universität einen kurzen Gastvortrag hält. Damit meine ich hauptsächlich die professionellen Redner. Wenn du das machen möchtest, professioneller Redner zu sein, dann brauchst du vor allem natürlich etwas, worüber du sprechen kannst. Du brauchst Inhalte, die für dich, sag mal, oder andersrum, die aus deiner Vergangenheit herrühren. Du brauchst eine Expertise. Du brauchst bestimmtes Wissen, du brauchst bestimmte Fähigkeiten, du brauchst Erfahrungen, die nur du gemacht hast und kein anderer, weil du mit diesen Inhalten eben für deine Kunden, für dein Publikum, auf Kongressen, auf Firmentagungen, auf Events eben ein Problem löst, das die Menschen, die dir zuhören, haben. Das heißt, diese Expertise ist ganz, ganz wichtig und wirklich alle erfolgreichen Redner, die ich kenne, die haben eine solche Expertise, entweder weil sie selbst ein erfolgreiches Business betrieben haben, weil sie auf eine Karriere in der Wirtschaft zurückgreifen können, weil sie wissenschaftlich tätig waren, weil sie sich über einen langen, langen Zeitraum mit diesem Thema beschäftigt haben. Das heißt, wenn du heute da sitzt und sagst, boah, ich weiß nicht so recht, was ich machen soll, aber das Thema Leadership klingt ganz cool, habe ich zwar noch überhaupt keine Ahnung, was das heißt und ich rede darüber. Das ist nicht so der Weg. Es braucht zum einen eine Expertise, ganz, ganz entscheidend. Und das Zweite ist natürlich, zum Inhalt muss natürlich auch die Verpackung, der Transport kommen, also die Kunst der Rede an sich. Und dafür braucht es ganz einfach ein gewisses Talent. Und ich weiß, dass man auch dabei wieder sagt, Talent ist nicht entscheidend. Und natürlich kann man sich viele Sachen auch erarbeiten und gerade Präsentationen halten, Vorträge erstellen, halten, hat auch ganz, ganz viel mit Handwerk zu tun, aber man braucht immer ein bestimmtes Talent. Man braucht das Talent, sich sicher auf einer Bühne bewegen zu können. Man braucht das Talent, zu Hunderten von Menschen sprechen zu können. Man braucht das Talent, mit einem großen Saal umgehen zu können. Und man braucht auch das Talent, gut reden zu können. Man braucht das Talent, sich mit Menschen verknüpfen zu können. Dieses Talent, das kann man eben nicht erzwingen und ganz, ganz viele haben es eben auch nicht. Und da ist bei beiden Punkten, nämlich diese Expertise und das vorhandene Talent, ist natürlich immer der berühmte, mutige Blick in den Spiegel wichtig. Wenn beide Sachen vorhanden sind, eine Expertise und ein gewisses Talent, dann kann man aber auch mit ganz, ganz viel Fleiß und harter Arbeit immer was draus machen. Aber der Mythos, jeder kann Redner werden, stimmt ganz einfach nicht.
Ich hoffe, das war ein sehr wertvoller Impuls für dich. Lass mich gerne wissen, wie du das siehst, welche Erfahrungen du gemacht hast, gerne hier unten im Kommentarfeld. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, auf diese Klingel da unten zu drücken, damit du auch in Zukunft sämtliche Videos von mir relativ zeitnah erhältst. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir uns um Speaker-Mythos Nummer 2 kümmern. Bis zum nächsten Mal. Greschkowitz ist für heute over and out.